Viele von euch schwanken zwischen dem Realme 3 und dem Xiaomi Redmi Note 9. Nach diesem Video kennt ihr die wichtigsten Unterschiede. Ich stelle die unterschiedlichen Fakten der Smartphones in den Kategorien Design, Bildschirm, Leistung, Kameras, Audio, Akku und Eigenschaften gegenüber. Am Ende des Videos bekommt ihr ein Gesamtergebnis. Für aktuelle Preise und Erfahrungsberichte auf Amazon könnt ihr einfach auf den Link in der Beschreibung unten klicken. Design. Beim Punkt Design gewinnt das Redmi Note 9 eindeutig mit 62:50 Punkten. Es schlägt sich hier bei folgendem Merkmal besser: Spritzwasserfestigkeit. Das Realme 3 hat auch etwas vorzuweisen und hat folgende Vorteile: 24 Gramm leichter, 0,6 mm dünner, 1,6 mm schmaler, 6,2 mm kürzer und 12,2% geringeres Volumen. Bildschirm. Bei der Kategorie Bildschirm gewinnt das Redmi Note 9 eindeutig mit 62:52 Punkten. Es sticht hier durch folgende Vorteile heraus: 46% höhere Pixeldichte, 2,3-fach höhere Auflösung, 5% größere Bildschirmgröße und zwei neuere Versionen von Gorilla Glass. Leistung. Bei der Kategorie Leistung ist das Realme 3 mit 84:75 Punkten deutlich vorne. Es sticht hier durch folgende Vorteile heraus: 10,8% schnellerer Prozessortakt und hat NX-Bit. Das Redmi Note 9 hat auch seine Stärken und hat folgende Vorteile: 64 GB mehr interner Speicher und 100 MHz schnellere GPU mit Turbo-Speed. Kameras. In der Kategorie Kameras gewinnt das Redmi Note 9 eindeutig mit 56:40 Punkten. Es schlägt sich hier bei folgenden Merkmalen besser: vierfach mehr Megapixel der Hauptkamera, unterstützt Serienbilder, hat Touch-Autofokus und verfügt über eine Zeitrafferfunktion. Das Realme 3 hat auch seine Stärke und hat folgenden Vorteil: 11,1% größere Blendenöffnung bei minimaler Brennweite der Frontkamera. Audio. Beim Punkt Audio ist das Redmi Note 9 mit 58:50 Punkten deutlich vorne. Es punktet hier mit folgenden Vorteilen: ein Mikrofon mehr. Akku. Im Bereich Akku gewinnt das Redmi Note 9 haarscharf mit 65:64 Punkten. Es schlägt sich hier bei folgendem Merkmal besser: 18,7% mehr Akkuleistung. Eigenschaften. In der Kategorie Eigenschaften gewinnt das Redmi Note 9 eindeutig mit 88:74 Punkten. Es kann hier durch folgende Vorteile überzeugen: hat Wi-Fi 5 Verbindung, unterstützt NFC, 0,8 Versionspunkte neuere Bluetooth-Version, hat ein Gyroskop, hat Typ-C USB-Anschluss und hat einen Infrarotsensor. Ergebnis. In der Gesamtwertung liegt das Xiaomi Redmi Note 9 mit 58 eindeutig vor dem Realme 3 mit 48 Punkten. Für aktuelle Preise und Erfahrungsberichte auf Amazon könnt ihr einfach auf den Link in der Beschreibung unter dem Video klicken. Wenn euch dieser Vergleich auf Basis von Produkteigenschaften gefallen hat, freue ich mich riesig über einen Daumen nach oben. Und falls euch eine Produkteigenschaft fehlt oder sich ein Fehler eingeschlichen haben sollte, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Lasst mich und alle anderen auch unbedingt wissen, für welches Smartphone ihr euch entschieden habt und warum. Ich freue mich über jeden Like. Um über neue Vergleiche informiert zu werden, abonniert jetzt meinen Kanal und klickt auf die Glocke.